Ne, ich meine, es schaut theoretisch definitiv schlau gelöst aus, aber es gefällt mir leider nicht. Überlegt, wenn ich jetzt noch so ein Viereck hinmache. Ja, es könnte cool sein, aber es passt irgendwie nicht zu dem, weil das ist doch sehr irgendwie doch auf schöne Formen gesetzt. Wenn es immer perfekt zusammenpasst. Stegosaurus, Parasaurolophus, eine Runde. Eine Runde müssten sie noch schaffen. Eine Krankheit ist ausgerufen. Natürlich bei den Stegosauriern. Wo denn auch sonst? So. Ich habe keinen Plan, ob das so funktioniert und so wird, wie ich es mir vorstelle, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Moment. Raus, wenn er außer schon so kaputt ist, so Trottel. Nicht ganz vorgestellt, aber es passt schon.
Manchmal wünsche ich mir hier so ein kleines Ding wie bei Sims, dass man das perfekt anpassen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das fehlt mir hier ab und zu ein bisschen. Hat nicht so ganz geklappt, wie mir das vorgestellt hat mit diesem Anpassen. So, nehme ich jetzt eine ordentliche Welle dran. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass das Gebäude ungefähr 10 Meter nach unten gesetzt wird. Also, das ist irgendwie auch. Naja. Aber gut. Lass mal jetzt mal so stehen. Weil, Problem ist, wir brauchen ja da hinten noch Betriebsgebäude, ein weiteres. Nein. Kraftwerk. Und da sehe ich jetzt ein kleines Problem. Das war so nicht geplant. Aber es ging gerade auch absolut nicht anders. Muss ich gestehen. Genau. So, so zwei Kraftwerke. Das eine ist natürlich ein bisschen mehr einsehbar, das ist ein bisschen dumm. Gefällt mir nicht so. Der wäre ganz klasse. Der war wieder ganz klasse.
Jawohl, zweites Ranger Team. Oder zweite Ranger Basis, nennen wir es so. Wieder zwei tote Gallimimen. Die gehen uns jetzt komplett den Bach runter. Ne, sind keine zwei tote Gallimimen. Der zweite ist ein Pachycephalosaurus, der uns ja gestorben ist. Aber macht nichts. So, nachdem wir da ein bisschen baden gehen im Moment, was die Forschung angeht. Genau, brauchen wir nicht mehr. Der ist fertig, also können wir uns jetzt voll und ganz auf den Stegosaurus und den Triceratops konzentrieren. Genau, beide kommen hier in ein Gehege rein. Zwei Einzelgehege. Jawohl, vollständiges Genom. Parasaurolophus, das ist ganz wichtig. Das ist nicht so nice. Ich hoffe mal nur, dass es nur regnet. Aber Isla Sorna ist halt dafür bekannt, dass es gerne mal ein paar Tornados vom Himmel wirft. Drücken wir es so aus. Jawohl. Ja gut, da unten interessiert mich noch reichlich wenig. Können trotzdem hier mal Schutzraum öffnen. Aus Prinzip einfach mal. Einfach mal aus Prinzip den Schutzraum öffnen. Sagen, solange du da unten weg bleibst, ist mir das relativ egal, was ihr da oben macht. Pass auf. Stegosaurus ist fertig. Triceratops, Triceratops, du, du. Was wir vorstellen, sind Triceratops und den Dilophosaurus. Auf geht's. Ich glaube nicht, dass der Wind noch zu mir hier hochkommt. Drückt man es mal so aus, ich bete drum, dass er wegbleibt von hier. Vollständiges Genom Stegosaurus. Ich glaube, hat sich aufgelöst. Nein, weiß ich nicht. Ach, du grüne Neune. Doch, war das ich jetzt so. Oh. Heieieiei. Das ist was hier auf Isla Sorna. Das sage ich euch. Dieses Wetter hier. Und schon hört es wieder auf. Mit der Regnerei. Das gibt's halt gar nicht. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
So. Der Moment, wenn der Park auf Isla Sorna noch schöner wird als der auf Isla Nublar. Oh Mann, oh Mann. So, haben wir hier schon mal ein Gehege, das Triceratops-Gehege soll das sein. Wir bräuchten natürlich. Eieieiei. Die Ziege. Oh mein Gott, die Ziege. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Unterwegs. Einverstanden. Ja. Fahr einfach mal darunter und repariere. Was anderes kannst du gerade eh nicht machen. So. Das eine ist das Triceratops-Gehege. Das andere Dilophosaurus. Da bin ich ja sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, so wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall die Lampen beim Dilophosaurus noch machen. Transport im Gange. Produkt in der Luft. Genau.